Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo, wir sind hier ja irgendwo im Nirgendwo und möchten gerne eine bestimmte Quest machen. Ich dachte, ich finde sie blind, aber das wird so nix. Und deshalb porten wir uns nochmal zurück zur Taverne und werden ihn einfach folgen, dem Kerl, ne? Moment, ja, genau hier. Denn da benimmt sich ja jemand ganz, ganz komisch. Hier drin. Und das ist schon auffällig geworden. Und wahrscheinlich ist er da mit den Schergen im Bunde. Und das können wir so nicht stehen lassen. Weil, wenn der austickt, wer weiß, was dann mit dem passiert. Und zwar geht es hier um Mick. Mick wird dann mitten in der Nacht zu seinem Versteck gehen. Und das sollen wir herausfinden. Ich muss nur kurz schauen, die Quest habe ich dafür ja ausgewählt. Oder nicht? Oder doch? Aber nein. Habe ich das gemacht? Oder muss ich erst noch reden? Ich habe nämlich schon mal bis hierher gespielt gehabt. Wer hätte das gedacht? Aber mir ist der PC abgeschmiert. Und da eh schon Zeit war, meine Aufnahmesession zu beenden, dachte ich mir, gut, lass mal's gut sein, was soll's. Kalador, neuer Rang, Dämonenjäger, na, das ist nicht das, was ich wollte. Geisterritual, fällt das unter dem? Niemals, nein, nein. Crew, weibliche Reize, Petty war das, nein, nein. Waffe? Na, legendäre Gegenstände. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich nicht vielleicht noch mit dem Wirt hier quatschen muss und die Quest freischalte oder ob er eh von selber hatscht. Jetzt habe ich es vergessen. Moment. Haben wir gleich. Travis. Bin ich was bei? Nein. War da bei euch da was oder hatte ich Gold da schon? Gold und Diamanten. Das schmückt eine Frau. Ja, aber ganz ehrlich, für mich ist das nichts. Warum haben die Götter uns verlassen? Na, du bist auch nicht. Ich probiere es jetzt mal, bevor ich hier noch mehr Zeit vertrödel. Ich schlafe jetzt mal bis Mitternacht, müsste das sein. Und dann müsste der sich bewegen. Ich weiß zwar, wo ich hingehen muss, aber wir machen das jetzt anständig, indem ich mir hier ein Bettchen nehme und bis Mitternacht mal penne. Oder habe ich bis Mitternacht Zeit? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich schau mal, wenn er nicht mehr da ist, dann müsste es mit Abend reichen. Doch, jetzt steht er auf. Jetzt müsste er losmarschieren. Ja. Das heißt, ich gehe schon mal ein Stückchen vor. Hüpf. Mal aus der Taverne raus. Und dann verfolgen wir den Kerl einfach. So. Weil das macht er irgendwie jede Nacht. Und das ist mehr wie auffällig. Edward kommt auch schon hinterher. Ja, wir müssen leise sein, Kumpel. Ne? So, das sollte theoretisch funktionieren. Theoretisch. Er braucht halt ein bisschen, bis er in die Gänge kommt. Jo. Ja, sollte. Ich wundere mich nur gerade, dass ich die Quest irgendwie nicht habe. Oder hatte ich generell keine? Das ist ja Blödsinn, oder? Brauche ich eine? War das hier dabei? Ein Schatz? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist ja wurscht. Wird wohl hoffentlich trotzdem funktionieren. Danke, dass du mich befreit hast. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, nee, ist auch nicht wirklich. Da geht er schon. Jetzt können wir ihm folgen und dann sollte das passen. Ja. Müssen wir uns nur Zeit lassen. Ich werde ihm da jetzt ein Schnäppchen schlagen. Und zwar hier gibt es noch ein Scavenger-Bar. Die mache ich noch vorher kaputt, sonst macht es er. Ja, ist schon gut. Ist schon gut. Ja, bitte.
Super. Das Fieber lässt dich keinen mehr. Passt. Schnell looten und schnell verstecken. Also wir können ihn jetzt folgen. Er geht dann nämlich so eine komische Runde. Da unten rennt er noch. Beziehungsweise geht er noch. Und er soll da mit sowas Okkultem in Verbindung stehen. Ich wundere mich nur gerade, dass ich die Quest nicht habe, aber ist sie wurscht. Vielleicht geht's trotzdem, sonst muss ich da mir noch was überlegen. Aber ich bilde mir ein, wir hätten das ja gesucht, ne? Ja. So. Jetzt geht er halt schön geschmeidig. Ist ein bisschen eine langweilige Quest, ich weiß, aber gemacht ist gemacht. Oder hatte ich das schon gemacht? Bin mir gerade nicht mehr sicher. Also ich meine, ich habe schon gemacht, aber euch schon gezeigt, das ist die Frage. So, und da ist er jetzt und jetzt da... Du hättest nicht hierher kommen sollen. Mach nicht so einen Wind. Du hast meinen Ritualplatz entdeckt, aber du wirst keine Zeit mehr haben, davon jemandem zu berichten. Grüß die Toten von mir. Es gibt Schläge. Ja, ja, ist schon gut. Na, was willst du? Bäm. So, zack. Ich muss jetzt wieder reinkommen, ein bisschen beim Kämpfen. Ja, schon länger her. Ich spiele zu viele andere Spiele privat. Das ist nicht gut. Also, schon gut, aber man kommt wieder komplett raus. Obwohl, ich hatte schon. Sehr gut. So, passt. Nimm deine Sachen. Rezept für Trank des Willens. Okay, Mix Notizen und Gold haben wir bekommen. Genau, Buch des Bösen haben wir bekommen. Runenstein zweimal. Und das passt schon. Höllenhund beschwören, okay? Nice. Gut. Dann würde ich sagen, wir können vielleicht das Lesen von Mick, die Notizen, wenn ich sie finde, oder es könnte eine Quest sein, dann kann ich sie nicht lesen. Micks Notizen, das sind sie. Beschwörung eines Dämons. In dem Buch stand, dass ich viele Zutaten sammeln muss. Leider findest den Mist hier nirgends. Okay, die Rechtschreibung bei ihm ist echt ein bisschen scheißlich. Während aus dem Buch echt nicht schlau. Werde aus dem Buch nicht schlau. Six und ich kann nicht lesen. Fragen kann ich ja auch niemanden. Wenn diese blöde Beschwörung klappt, dann kann ich mir alles unter den Nagel reißen. Schwefel, Blut, Krähenfüße. Verdammt, kann mir das nicht merken. Alter. Ja, genau, Mixnotizen. Diese Notizen strotzen nur so vor Rechtschreibfehlern. Scheinbar hat ihr Besitzer versucht, einige Passagen aus einer Beschwörungsformel zu kopieren. Au weh. Wahrscheinlich kommt es auch auf die Wortwahl drauf an, ne? Also ohne Dialekt am besten. So, passt, die Quest hätten wir auch. Genau, die Bücher sammeln. War, glaube ich, irgendwas mal. Ja, ja, da erinnere ich mich schon wieder. Ich habe ja vor, boah, 1,5 Monat, oh Gott, fast 2 Monat, das letzte Mal hier Risen gezockt. Ach du Scheiße. Ich, ja. Ah, Corona lässt grüßen, ne? Wir hatten auch ordentliche Internetprobleme. Ich konnte tagelang nichts hochladen. Das hat mich irrsinnig geärgert, aber was soll man machen? So, um bei den Dämonenjägern im Rang aufzusteigen, soll ich Wilson bei seiner Aufgabe unterstützen. Erst wenn ich diese Aufgabe erfüllt habe, erachtet mich Drake als würdig, um zu einem echten Dämonenjäger aufzusteigen. Jetzt, wo ich Dämonenjäger bin, jage ich Dämonen. Sie verseuchen die Seelen der Menschen direkt unter uns. Wilson gab mir den Auftrag, sie ausfindig zu machen und sie vor ihrem Fluch zu befreien. Mal looken. Da. Sind wir doch schon fertig? Ich glaube, ha? Ich bohrt mich mal. Da haken wir mal nach. Vielleicht war das jetzt eh die Verbindung mit dem Kerl hier. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Könnte sein.
Jo. Hallo, die Herren. Grüß euch. Wilson ist am Pennen wahrscheinlich, weil wegen Mitternacht. Oder auch nicht. Vielleicht gehen wir ein Stück zurück, Edward. Danke. Ah, hier ist er. Mein Entschuldige. Ach so. Armdrücken mit Wilson. Warte kurz. So, warten Sie doch. Speichern. Und zwar hier drauf. Ja, bitte. Wilson. Hallo. Ich will gegen dich im Armdrücken antreten. Das probieren wir jetzt mal, oder? Ich will gegen dich im Armdrücken antreten. Da trainiere ich extra spät in der Nacht und jetzt kommst du und forderst mich heraus. Und wo ist das Problem? Kein Problem. Aber wenn hier jetzt jeder eine Runde gegen mich drücken will, komme ich zu nichts mehr. Das passiert schon nicht. Also, was ist jetzt? Na schön. Wir drücken genau einmal. Eine Revanche wird es nicht geben. Darum habe ich also gespeichert. Zeig mir, aus was für einem Holz du geschnitzt bist. Wahrscheinlich Eiche. Die steirische Eiche. So, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ach ja, ich muss Knöpfchen drücken, oder? Hey, nicht. Ja, schau, geht ja doch. Gewonnen, nice. Wie zum Kürger hast du das geschafft? Mir ist gerade eingefallen, wie es geht. Faul. Niemand hat es je geschafft, mich zu schlagen. Sag bloß, was ist jetzt mit meinem Gold? Ja, ich komme wohl nicht drum herum, dich auszuzahlen. Hier. Bitte. Das war das letzte Mal, dass ich mich auf so ein Spielchen eingelassen habe. Danke vielmals. Was kann ich von dir lernen? Zauberspruch. Zaubersprüche lernen? Zack. Runenhaut lernen. Und Heldenmut. Aha. Runenhaut lernen. Härtet deine Haut und schützt dich so vor Schaden. Und Heldenmut heilt dich und deine Gruppe. Ja, das ist aber schon cool. Bring mir den Zauber der Heldenmut bei. Ja. Die neue Macht wird dir helfen. Danke. Und das auch. Zeige mir, wie ich mich mit einer Runenhaut schützen kann. Die neue Macht wird dir helfen. Dankeschön. Eisen für dich. Von dir lernen. Na? Ich versuch's mal. Nein. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Was? Also Armbrüste. Medikus? Ah ja. Solange ich noch bluten kann, lebe ich noch. Das gilt für dich noch stärker als für die meisten anderen Menschen. Dein Blutwert steigt um 10 pro Stufe. Jo, das wären auch alles so schöne Sachen. Kampfmagier lernen. Du kannst eine zusätzliche Attacke in deine Kombo-Angriffe einbauen. Oha. Ja, okay, wir können auch als Dämonenjäger Magie lernen, wie es ausschaut. Ja, dann hätten wir mal einen Kampfmagier, sowas war ich auch noch nicht. Könnte uns überlegen. Gut, das heißt. Direkt unter uns. Wilson gab mir einen Auftrag, sie ausfindig zu machen und sie von ihrem Fluch zu befreien. Ah, da ist sicher mehr. Hexenjagd, da. Da, genau, das war das mit dem Buch. Ja, jetzt bin ich wieder im Bilde. So. Genau, das wollte ich machen. Buch des Bösen. Genau, Seekarte. Ist das natürlich nicht alles hier? Da wäre noch was. Bran hätte noch was. Und Travis? Ach, hör auf. Okay, dann kann ich nochmal zurück. Aber das mit Wilson war jetzt auch nicht schlecht, ne? Wir haben 300 Gold verdient, das ist ja fesch. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Travis, bist du ein böser Junge? Da ist die Mama jetzt aber ganz böse. Oder ist das Yvette? Warte mal. Da ist er. Warte mal, ich speichere kurz. Vielleicht muss ich ihn unter den Tisch saufen, um das zu bekommen, was ich möchte. Hallo. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ach so. Okay. Sieh mal, was ich gefunden habe. Hey, den Schinken kenne ich. Darin hat Mick immer geblättert. Das Ding war mir aber nie geheuer. Der Typ konnte doch kaum lesen. Schon komisch.
Du kannst Mick von deiner Gästeliste streichen. Pah, da stand er eh nie drauf. Der hatte doch nie eine Münze in der Tasche. Aber heißt das, er ist... Genau. Ich sage es ja nur Ungarn, aber um den ist es nicht schade. Sehr freundlich. Zeig mir deine Ware. Hat der auch so ein Buch des Bösen? Kann ich das vielleicht kaufen? Rezept für Fusel habe ich... Das habe ich noch nicht, oder? 6000 Gold hätte ich. Warte mal kurz. Blunder. Sind hier auch meine Rezepte, die ich besitze? Wahrscheinlich, ne? Letzte Worte. Mick bla bla bla. Rezeptchen, genau. Grob. Obwohl, Rezept für Fusel habe ich da. Kann ich alles. Grog. Ah, für Rum fällt's mir, genau. Rezept für Rümchen. Sonst habe ich alles. Boah, hätte ich fast was gekauft, alter Schwede. Ihr müsst mir da schon hinschreiben, dass ich da. Also, wie viel er halt besitzt, ne? Verdammt. Es wäre schön gewesen, wenn er mir hingeschrieben hätte, wie viel ich besitze. Egal. Gut. Der Rum ist billiger geworden um einiges. Ich werde mir da mal ein bisschen was zurecht kaufen. Wer war jetzt stärker? Grog war stärker. Ich kaufe mir da jetzt ein bisschen was. Ich weiß, das macht einen Brenner. Aber ich versaufe das sowieso schneller, als ich bis 3 zählen kann. Also. Oha, der Zucker. Warte. Der Zucker wäre schön billig. Nehmen uns den Zucker und bauen wir uns dafür ein bisschen. Dann lasse ich den Fusel weg, ein bisschen rum, ne? Dann. Ja, warte, nein. Ich möchte noch was verkaufen. Blunder. Nehmen wir alles, ist besser. Dann kann ich wirklich alles durchschauen. So. Momentale. Was hätten wir denn da? Schrotpistole habe ich 3. Da kann er 2 haben. Wurfmesser, ja, schwerer. Dolch, das lassen wir einmal. So, da dann. Funkelnder Goldring kann er 1 haben. Genauso wie den Täuschungsring da. Fischele, das lassen wir für uns wegen Nom Nom Nom. Das wäre Blödsinn, wenn ich das jetzt zurück, also hergeben würde, ist eh klar, weil das habe ich ja gekauft. Was hätten wir noch? Schnapsal hätten wir einiges. Goldkleb, Boschiwiki. Musste ich mal essen da. Bolzenkugelschrott. Schattenwaffen. Ja, bis auf 1. Geht das? Nein, muss ich so machen. Nanu? So, okay. Kann er mal alles haben. Ja, da machen wir noch Gewinn, auch noch schön fesch. Bärlen, selbstverständlich bis auf 1. Ich behalte mir mal gern 1 zurück. So, kann er mal schon haben. Pokal, Silberbecher, Schatulle. Das lasse ich mal als Reserve, glaube ich. Jagdhorn. Kann er 1 haben. Kerzenhalter. Ich glaube, was musste ich abgeben? Silberteller und Silberkerzen. Becher oder so irgendwas? Auf keinen Fall Kerzenhalter, kommt mir vor. Bei dem einen Piraten, ne? Da fehlt mir noch ein bisschen was. Oder was? Goldteller. Irgend sowas halt, das lasse ich lieber mal. Krone, Saphir, bla bla bla, Zunge, das Graffel, Zähnchen, das kann ich auch. Bis auf 1 gebe ich mal her. Ja, bis auf 1. Hallo, 80. Danke. Ohrwascheln brauche ich noch für eventuell Voodoo-Geschichten. So wäre es auch Spinnenbeinchen, aber Hauer gebe ich nicht her. Nass, das ist auch. Krallen kann ich hergeben, bis auf 1. Boah, da habe ich echt schon viel gesammelt. Halleluja. Okay, Äuglein sind auch für Voodoo-Dingens. Sandteufel-Geschichte kann ich auch hergeben. Ja, das dauert jetzt, ich weiß. Entschuldigung. Tatzen, Voodoo-Dings, Horn. Ist Zutat für Tränke. Habe ich jetzt irgendwas verkauft? Na, sind schon Trophäen, ne? Ja. Tränke, das ist auch Voodoo. Das ist Golemherz. Will ich derweil auch behalten. Auch das Grüne strahlt. Grünes Licht, das grünes Herz. Okay. Warzenschweinfell für gutes Gold. Na, das lasse ich noch. Schwanendingsbums, böse Wunden reißen. Schwanzstachel. Das ist scharf und können böse Wunden reißen. Eventuell.
Können wir daraus vielleicht was herstellen? Dann habe ich vielleicht zu viele Tatzen, also zu viele Hauer und das verkauft, ha? Schattenzepter ist zu schwer für mich. Da werden wir auch 4 hergeben, weil die geben gutes Geld. Mal lieber Scholli. Jo. Zucker ist klar, das brauche ich. Da habe ich auch noch 5. Das ist super gut. Ein Rezept für diesen Trank kann ich noch hergeben. Ja. Habe ich noch irgendwas doppelt und dreifach? Schaufel, Spitzhacke bis auf eine. Dietrich Schädel, Gabel. Du heiliges Kanonenrohr. Was. Ja, ich sammle halt viel, ne? Krüge. So. Löffel. Alter Schwede. Na, mach. Messer. Eine Schreibfeder. Ein Meißel. Pfeife. Besen. Hammer, okay. Alter Schwede. So. Fernrohr kann er haben. Die Pfanne lasse ich von mir aus mal. Handspiegel ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt wert. Ein Schmiedehammer kann er noch haben. Jo, das tun wir mal Handel akzeptieren. Passt, servus. Ich möchte gerne noch was brennen. Die Brenndingens ist hier, genau. Und zwar möchte ich... Ach ja, ich kann hier keinen Rum. Kacke. Das sagt man nicht. Entschuldigung. Genau, ich kann ja noch keinen Rum. Deshalb habe ich den Zucker gespart. Ja, alles klar. Fällt mir schon wieder ein. Werden wir schon irgendwo herkriegen, mal das Rezept. Vielleicht von unserem Lieblingsrumbrenner in Antigua drüben. Vielleicht. Schauen wir mal. So, das zu dem. Also Büchlein. Mal kurz auf Questline schauen. Ja, der ist jetzt mal abgeschlossen. Okay, das heißt, es gibt noch 3. Ich hoffe, dass hier auf diesen Inseln noch 2 sind. Weil hier ist fertig. Das heißt, ich muss hier zu Bran. Bran. Hier rüber. Hier rauf. War das der Schweinebauer? Ich glaube, ja. Eventuell. Schauen wir mal. So. Schauen wir mal. Ja, ja. Du armer Teufel. Du armer Teufel, du. Ja, ja. Schnauf tu nur. So. Das sollte hier sein. Guten Tag. Schlafen Sie schon? Ja. Dann werde ich so frei sein. Und bis zum nächsten Morgen mal kurz pennen. Sind wir im Geisterland? Nein. Da zischt es da hinten. Okay. Der schläft immer noch. Bram? Ja. Guten Morgen. Wie ist die Lage auf dem Hof? Normalerweise sage ich immer, solange wir zu fressen haben, ist alles gut. Aber wenn dir die Wurst im Hals stecken bleibt, dann stimmt was grundsätzlich nicht. Hm, das klingt beunruhigend. Ist es auch, Jungchen? Ist irgendwas mit dem Fleisch nicht in Ordnung? Ist irgendwas mit dem Fleisch nicht in Ordnung? Normalerweise liefere ich nur Qualitätsware ab. Aber ein Teil meiner Ware ist verkommen. An der Verarbeitung kann es nicht liegen. Ich schlachte so wie eh und je. Steckt sicher mein Knecht dahinter. Aber mir gegenüber stellt er sich dumm. Tu mir einen Gefallen und sprich mit ihm. Vielleicht erfährst du ja mehr als ich. Wir probieren es einmal. Der gnädige Herr. Ist er noch da hinten? Naja, okay. Ich meine, ihr dürft euch jetzt nichts denken. So verarbeiten auch die Deutschen ihr Fleisch. Na, Entschuldigung. Entschuldigung, das war jetzt echt gemein. Na, Corona und so, ne? Das ist ja momentan echt arg, ne? Aber so, sagen wir mal so, so wie hier, würden es die Fleischbetriebe gern machen. Schön kostengünstig, brauchst kein Klima, keine Räumlichkeiten, das passt schon. Und da sagt er Spitzenqualität dazu. Spitzenqualität. Na, wenigstens hängen sie nicht in der Sonne. Ne? Ist ja das schon mal was. So. Ein Gürteltierchen. Wo ist denn der jetzt hin? Typi? Da. Ah, ausmisten du da. Also kehren. Hallo Logan. Bran sagt, mit dem Fleisch auf eurem Hof ist irgendwas nicht in Ordnung. Bran sagt, mit dem Fleisch auf eurem Hof stimmt etwas nicht. Bran sagt auch, dass die Schweinezucht eine tolle Sache ist. Ja. Und ich sage, die stinkt zum Himmel. Wenn was mit dem Fleisch nicht stimmt, dann ist er schuld. Versteht wohl sein eigenes Handwerk nicht mehr. Und jetzt hau ab, hast sicher Besseres zu tun. Jo. So, was machen wir jetzt? Du...
Kann es sein, dass du einfach keine Ahnung vom Fleischhandwerk hast? Boah, okay, bevor wir jetzt gemein werden, werden wir das jetzt nochmal speichern. Ganz schnell, bevor ich aufs Maul krieg. Also, hallo. Kann es sein, dass du einfach keine Ahnung vom Fleischerhandwerk hast? Hat Logan das gesagt? Ich erzähl dir jetzt mal was. Ja, bitte. Seit fast 2 Jahrzehnten dreht sich bei mir alles um die Wurst. Ich habe dabei die Techniken meines Vaters perfektioniert. Also lass dir nichts erzählen. Aber du hast rote Augen. Vielleicht bist du brauchst du mal Urlaub oder so, ne? So, lass dir nichts erzählen. Logan, wie schaut's bei dir aus? An deiner Geschichte mit dem Fleisch ist was faul. An deiner Geschichte mit dem Fleisch ist was faul. Ja. Na schön. Du lässt ja eh nicht locker. Nein. Diese Arbeit ist scheiße. Ja. Genau wie diese verdammte Eisenbord. Aber dieses Buch hat mir die Augen geöffnet. Ah ja. Also habe ich beschlossen, das Fleisch zu vergiften. Zeig mir das Buch, von dem du sprachst. Von wem hast du das Buch bekommen? Wozu der Plan, die Leute zu vergiften? Woher hast du das Buch? Von wem hast du das Buch bekommen? Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube, es war schon immer in meinem Besitz. Vielleicht aber auch nicht. Irgendwie fehlen mir die Erinnerungen. Aha. Und warum möchtest du die Leute vergiften? Wozu der Plan, die Leute zu vergiften? Du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn dir jeder aus dem Weg geht. Gucken dich mit dem Arsch nicht an. Dabei mache ich nur meine Arbeit. Und als ich das Buch gelesen habe, war mir klar, dass die Zeit der Rache gekommen ist. Naja, da hat er jetzt nicht ganz recht, ne? Wenn dir jemand den Rücken zukehrt, dann schaut er dich doch mit dem Arsch an, oder? Weil wenn sie ihm aus dem Weg gehen, dann sieht er ja eigentlich immer nur den Rücken von den Leuten, ne? Also schauen sie sich ihm sehr wohl mit dem Arsch an. Da hat er geschwindelt. Bei dem stimmt echt was nicht. Zeig mir das Buch, von dem du sprachst. Zeig mir das Buch, von dem du sprachst. Ah, du willst auch erleuchtet werden? Ja, hier, immer. Wirf mal einen Blick rein. Aber bring mir das Buch bald wieder. Welches Buch? Das, was ich dir gerade... Moment, du hast mich reingelegt. Gib's mir sofort wieder her. Ich rate dir, kein Fleisch mehr zu vergiften. Ich gebe dir gleich was anderes, wenn du nicht die Klappe hältst. Nein, kein Fleisch vergiften. Genau. Ich rate dir, kein Fleisch mehr zu vergiften. Du drohst mir? Nein. Ich spiele nur mit dem Gedanken, den anderen Dämonenjägern deine Geschichte zu erzählen. Dämonenjäger? Warte mal, ich hab's mir überlegt. Ich werde ab sofort wieder gewissenhaft meine Arbeit erledigen. Versprochen. Hier, nimm dieses Gold. Kein Wort zu Bran, okay? Sehr brav. Sehr brav, vernünftig. So, die Sache ist aus der Welt, ich sag mal, Chef. Mit deinem Fleisch ist wieder alles in Ordnung. Mit deinem Fleisch ist wieder alles in Ordnung. Ja. Na endlich, ich dachte schon, ich müsste Gemüse anbauen. Warum war das Fleisch verdorben? Logan war schuld. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, genau. Glaub mir, das willst du nicht wissen. Tja, alles in allem sage ich nur, Schwein gehabt. Ja. Muss mich jetzt wieder an die Arbeit machen. Da gibt's noch eine Sau, die ich zum Altar führen muss. Du machst das schon. Nee. Vielleicht wäre Gemüse doch besser. Naja. Ich meine, ich bin ja auch ein Fleischfresser, ne? Aber ich könnte niemals einem Tier Leid zufügen, wirklich. Was macht's jetzt weiter? Ich glaube, dem hat einfach nur die Nase gejuckt. Ja. Für dich, Mädels. Oder Burschen. Oder beides. So, dann hätten wir schon mal das nächste Büchelein. So, dann, ja, sollte es weitergehen, ne? Hoppala, Entschuldigung. Falsche Taste. So. Aha, da wären wir auf Taranis. Taranis wäre ein Büchelein. Okay, da müssen wir dorthin segeln. Genau beim Hafen. Das ist aber praktisch. Das ist praktisch, muss ich sagen, gleich mal zum Schiff, ne? Ja, bitte. Das ist cool. Hey, ich hörte, der abtrünnige Piratenkapitän Morgan ist in der Nähe gesichtet worden. Dieser alte Haudegen scheint völlig durchgedreht zu sein. Man sagt, seit die Schatten da sind, wendet er sich sogar gegen seine eigenen Leute. Also wird er bei uns keine Ausnahme machen. Heißt das, dass wir uns für eine Schlacht gegen ein vollbesetztes Piratenschiff wappnen müssen? Richtig. Ich fürchte, sobald wir in See stechen, wird er uns angreifen.
Bereite dich besser darauf vor. Ja, super. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, machen wir gleich. Im nächsten Part. Na, großartig. Ihr Lieben, tschüss. Dann wird es im nächsten Part eine Seeschlacht geben. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschlauen, Zuschlauen. Mhm. Fürs Zuschlauen, richtig. Fürs Zuschauen. Ich kann halt nicht reden. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.